Hier ist ein Hacker drauf. Warum? Er steckt, meiner steckt automatisch die Waffe weg. Hallo. Hallo. Hey guy. Hallo. Oh my god, what the fuck on your back? Can you repeat this? To Deutsch? Ja. Ja, bin ich. Okay, ich hab. Was hast du da auf dem Rücken? Oh mein Gott. Das ist die Mosin mit dem Schalli oben drauf. Ach du heiliger Strom. Okay. Ich laufe jetzt nach Sinistock, also nicht davon. Hier, ne? Bin friendly, also bleib. Ja, alles gut. Ich habe auch nicht vor zu fighten oder sonst. Ich habe mich bloß erschrocken, weil ich die ganze Zeit kein Schwein gesehen habe. Und dann warst du auf einmal da und standst auch wie angewurzelt. Ja, wir sind zu zweit. Deswegen, ich hab eben gesagt, oh mein Gott, bist du das da oben? Und ein bisschen Schock. Ja, nee, von mir brauchst du nicht zu befürchten. Ich loote bloß. Ich suche eine Winchester Modell 70. Ich finde die nicht. Ich loote schon den halben Server ab hier, von der Map her. Ich finde die scheiß Knarre nicht, ey. Oh, das ist natürlich... Nee, ich hab nur die AK... die AK-74, oh mein Gott. Na dann, sag ich mal viel Glück beim Looten, ich muss weiter, sonst verrecke ich. Warum brauchst du was? Was zu trinken? Hallo? Kein Brunnen oder so. Hey, jo. Hier müsste doch aber ein Brunnen sein in der Stadt. Also gesehen habe ich... Also auf der Karte habe ich hier keinen gefunden. Sinistock sind zwei. Aber nein. Ja gut, dann geht mal weiter. Ich habe meine Kantine jetzt auch noch nicht voll. Jo. Aber ich ging eigentlich davon aus, hier ist ein Brunnen. Nee, ist kein Problem. Ich laufe mal. Viel Glück und bleib am Leben. Ja, ihr auch, ne? Alles klar. Ciao. Und lass jetzt verschieben, bevor hier noch mehr Zeit drauf geht. Bis unten? Laufen wir richtig? Ja. Wo bist du jetzt? Ach, hier am Weg? Ja, da war ich eben, da warst du nicht da. Hi! Bist du auch hier wegen dem wöchentlichen Gemetzel? Halt bloß die Fresse.
Wir können noch zusammen gehen. Hey Kollege, warte doch. Du bist so ein Spinner. Hey, lass mir auch was übrig. Was hast du denn für eine lange Lanze, sag mal? Das ist ja mal ein geiles Ding. Alter, ey, was ein Schnacker, ey. Ach so, Kacke, wir hätten noch abbiegen müssen, Mann. Wo Ende? Wie? Ja, Mann. Ey, du willst mich jetzt verarschen, oder? Warte, wo ist denn jetzt die Futterkrippe? Ich muss von da aus eben navigieren, oder mal. Da. Das sieht doch auch eklig aus mit deiner Antenne da drauf. Scheiße. Wir würden gleich sterben. Aber jetzt muss man hier schön langsam und gefühlvoll uns erstmal hier hinhocken. So, Fernglas raus. Ach so. Und können schon mal da drüben die Kante abgucken, ob das schon mal wer ist. Da sehe ich mal die Zeltstadt. So, und wenn wir jetzt bei uns hier rüber gucken, dann sehen wir nämlich schon, wo wir da drüben hin wollen. Waldgebiet. Ach du heilige Scheiße. Bloß wir wollen ja weiter da runter. Nee, warte mal, wir müssen noch eins weiter. Wir müssen noch weiter nach rechts runter und dann noch mal geradeaus ein Stück. Nee, wir müssen hier bloß gerade rüber. Ich will ja nicht da runter. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja, aber ich dachte nicht, dass wir über die Freifläche rennen. Naja, wo müssen wir denn wohl? Wieso, wir können auch ein Stückchen nach rechts noch aus. Das habe ich ja gerade gesagt. Auf der Kante lang. Das hab ich mir ist es scheißegal, Alter. So, komm, Attacke. Okay. Bin jetzt hier von Baum zu Baum. Ich hab was gehört. Was denn? Ich glaube, da war ein Schuss gerade. Deswegen bleibe ich jetzt aber nicht stehen und gucke. Nee, das habe ich nicht damit gesagt, du. Und nicht beim Stehenbleiben besser trifft als wie im Laufen. Ich habe nicht gesagt, dass das auf uns war. Ach so. Denk dran, 500 bis 600 Meter, ne? Ach, wir sind ja schon hier jetzt. Folgst du mir noch? Ja, ja. Ist jetzt schon der richtige? Weil hier die Futterkrippe steht? Ja, ja, links. Wir müssen weiter links an die Waldkante hier. Das ist ja direkt. Wir müssen noch einen Wald weiter. Nee, nee. Das ist schon hier. Dann lass uns mal vorsichtiger vorgehen. Dass hier schon wer auf die Idee war und hier sitzt. Jetzt schleichen oder was? Ich schleiche nicht. Man kann auch schnell gehen so. Das müsste aber hier direkt schon die Waldkante sein, oder nicht? Ja, ich bin doch schon an der Waldkante. Ja, wir sind sogar noch ein Stück zu weit rechts. Wir müssen uns gleich dann durch die Tannen wieder ein Stück nach links verschieben, damit wir da an der Freifläche so ein Stück sitzen. Was ich meine? Ich kann doch schon drauf gucken. Wir müssen bloß noch weiter nach vorne. Oder wolltest du dich oben an der Mauer reinsetzen?
Ja, Schüsse, Schüsse. Alter. Noch mehr. Wo bist denn du jetzt? Hier vorne. Ein Stück weiter vor dir. Das hat sich aber schon sehr nah hier angehört, oder? Ich weiß es nicht. Wo bist du jetzt hocken geblieben? Ach, da bist du. Okay, ich bin rechts von dir. Okay. Du bist ja ziemlich weit mittig drin. Ja, ich weiß. Ich renne hier gerade mit der Pistole rum. Ja, ich zieh auch mal noch eine Pistole. Hat sich nämlich ganz schön nah angehört. Dass der hier schon in so einem Baum drinne hängt hier. Versteh mal, Kollege. Ja, Mann. Mami. Schüsse. Das war nah. Das war, das war auf uns. Fuck. Bist du sicher? Wo hat nämlich. Das war so laut neben mir. Bist du jetzt zurück oder was? Ich habe mich ein bisschen nach hinten verschoben, ja. Weil du... Weiß ja nicht, wie weit du nach vorne gegangen bist. Bis... Aber von wo? Durch diese ganzen Bäume will er mich von wo gesehen haben? Grafikbugs helfen mir hier auch nicht. Sieht es manchmal so aus, als ob deiner lang läuft. Dabei ist es nur, sind es nur die Tannen oder so irgendwas. Wo bist du? Ich sitze hier am äußeren Waldrand. In so einer kleinen Einzelnen drin. TÜV, Treffer. Oh, mich wird getroffen. Jetzt habe ich einen Schuss gehört. Du rennst. Ja. Renn, renn weiter nach hinten. Wenn der jetzt hinterherkommt, renne einfach weiter nach hinten. Genau. Wenn er herkommt, dann kriegt er von mir welche. Wenn er dich verfolgt. Scheiße, Mann. Da läuft er. Er kommt. Siehst du ihn? Ja, ja, ja. Kannst du ihn schon erschießen? Warte. Er schießt weiter auf mich. Wo ist er jetzt? Ich habe keine Ahnung. Dann ist er jetzt down. Ehrlich? Ja. Oder? Also ich laufe immer noch hin und her hier wie eine gestochene Biene oder was auch immer. Ich habe ihn auf jeden Fall. Ich habe ihn auf jeden Fall angeschossen. Jetzt nicht, bin gerade im Gefecht. Nee. Doch.
Ich liege jetzt in der Tanne. Ich habe aber Blut verloren, ne? Ich blute nicht. Achso, ich habe gesagt, ich habe Blut verloren. Ich wurde getroffen, ich habe halt schwarz-weiß gesehen, aber ich bin nicht am Bluten. Ja. Sei mal ruhig, sei mal ruhig. Der ist bei mir. Er hat gesagt, kommt raus, ihr Hurensöhne. Diablo, du hörst schon, dass ich dir gerade sage, dass der mit mir redet, ne? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier schlecht gucken. Ich sehe in der Tanne nichts, in der ich liege. Was hat er mir denn kaputt gemacht? Oh, Scheiße. Meine Weste. Nur meine Weste hat er erwischt. Der war aber auch voll equipped. Mit Helm und alles. Was soll ich jetzt machen? Ich verschieb mich am besten nochmal. Ich versuche jetzt einfach nördlich zu rennen nochmal ein Stück. Ich kann nicht ewig hier im Dings in der Tanne liegen bleiben. Ich sehe hier nichts. Ja, ich sehe ihn ja auch nicht. Ich weiß nicht, wohin er sich verschieben kann. Versuch einfach gleich meine Bewegung weiter auszumachen. Wenn ich mich jetzt gleich verschiebe, vielleicht siehst du ja einen zweiten. Okay, ich renne jetzt einfach. Und dann gucken wir, ob wir es hinkriegen. Wo rennst du jetzt hin, in den Wald rein? Ja, oder? Einfach wieder hoch. Das sehe ich ja nicht, weil die gerade drei großen Tannen davor sind. Scheiße, hier ist nur Freifläche. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entweder weiter in den Wald rein. Wieder zurück oder was? Ja, auf meine Posi. Aber der kann uns immer noch in den Rücken fallen. Wir müssen den ausmachen. Ja, erstmal hätte ich gerne eine Posi, wo ich nicht unbedingt die ganze Zeit abgeknallt werden kann. Sich hin verschoben. Hast du mich schon gesehen? Nein. Wie gesagt, wenn ich zu dir hochgucke, ich sehe hier drei große Tannen und eine kleine, die etwas außerhalb steht. Und da zwischen bist du kurz auf hier taucht, wo du so zickzack gelaufen bist. Und in den drei Tannen vermute ich den aber auch. Kann da aber auch nichts ausmachen. Hier ist ein Hacker drauf. Warum? Meiner steckt automatisch die Waffe weg. War noch nicht. Der ist bei mir. Sprich doch mal mit ihm. Nein, Mann! Sprich doch mal mit ihm. Ich renne hier zickzack. Warte, ich muss meine Hände. Hast du eine Fraktur? I'm blocking your weapon. I'm blocking your weapon. Liebe Freunde, genau das war's, was er jetzt gerade zuletzt gesagt hat, bevor ich so doof war. Deswegen auch die andere Aufnahme jetzt. Die Aufnahme zu beenden. Ja, ich habe die Aufnahme beendet und zwar nicht mit Absicht, sondern einfach nur, weil ja das Hände hochnehmen irgendwie nicht funktioniert hat. Ich ergebe mich halt so selten. Ich wusste nicht mehr, welche F-Taste es war. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe dann alle durchgehauen. Und bin leider Gottes auch auf die F9-Taste gekommen, die bei meinem Aufnahmeprogramm für Start-Stopp zuständig ist. Und somit habe ich dann natürlich die Aufnahme beendet. Ja, um euch natürlich nicht komplett im Dunkeln zu lassen, will ich euch kurz sagen, wie es weiterging. Ich habe ja dann, wie gesagt, die Hände nicht hochnehmen können. Ich habe ihm das dann auch gesagt. Daraufhin stand er dann auf einmal vor mir als Fresh Spawn. Ich habe ihn dann gefragt,
Nachdem er mich dann natürlich Ewigkeiten beleidigt und bedroht hat und auch meinte hier, ja, ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch anlegt oder mit wem wir uns angelegt haben und oh, so ein typisches Kinderkacke-Scheißzeug von den Hacker-Bubis, weißt du, die eh nichts geschissen kriegen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, wie das denn sein kann, dass er denn jetzt gerade schon wieder, wenn er gerade eben von Diablo erschossen wurde, wie er denn jetzt schon wieder als Freshspawn hier stehen kann. Dann wollte er mir da irgendeinen Quacksalber-Scheiß erzählen, als ob ich auf den Kopf gefallen bin. So ein Schwachmat. Na egal, auf jeden Fall hat er dann die Waffe verlangt. Die wollte ich ihm erstmal natürlich nicht geben. Wer gibt ihm schon freiwillig eine Waffe? Bis mir dann irgendwann eingefallen ist aus meinem Hacker-Video, was ich ja schon mal gemacht habe, wo, also hier in meiner Playlist findet ihr das auch. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Jetzt hier oben, da könnt ihr nochmal gucken, da seht ihr ziemlich gut, was Hacker alles machen können, wozu sie in der Lage sind. Wenn ihr das nicht schon wissen solltet, wäre das ganz nice, könnt ihr euch mal angucken. Dann seid ihr da vielleicht auch ein bisschen drauf vorbereitet, so wie ich, dass ich halt genau wusste, da ist ein Hacker drauf, als meiner die Waffe automatisch weggesteckt hat, obwohl ich sie nicht dazu veranlasst habe, das zu tun, also mein Charakter. Ja. Wie gesagt, nachdem ich halt wusste, was er ja eh kann und mich nochmal daran erinnert habe, habe ich dann gesagt, okay, scheiße, du wirst keine andere Möglichkeit haben. Auf jeden Fall war ich dann so, dass ich ihm die Pistole hingelegt habe. Und dann die hat er sich dann auch gegriffen und stand erstmal nur im Wald. Und ich dachte, vielleicht komme ich ja jetzt so weg. Ich habe ihm die Waffe gegeben. Er sagte da so als Wiedergutmachung, ne? Wollte er wenigstens eine Waffe haben. Natürlich ist es dumm, man braucht dem Hacker nicht zu vertrauen, aber in meiner Lage hätte ich gar nichts anderes machen können. Erschießen konnte ich ihn leider nicht. Naja, dann hat er auf einmal nach Diablo gefragt. Ja, er hat direkt nach Diablo gefragt. Er wusste also den Namen. Ein weiterer Beweis dafür. Naja, Diablo kam dann noch angetapert und wollte ihn an sich eigentlich kalt machen, aber natürlich auch bei ihm die Waffe geblockt. Und dann hat er noch kurz mit uns gequatscht. Also da kamen mehr Beleidigungen raus und sonst irgendwas als alles andere. Wie man das halt so kennt von den Arschgeigen. Verzeiht mir den Tonfall. Aber ich, da raste ich aus bei so einer Scheiße, ne? Lasst mir mal in den Kommis, wie ihr das habt, ob ihr da auch öfter Konfrontationen mit habt. Das ist jetzt seit langem wirklich die erste wieder, die erste merkliche Konfrontation. Würde mich mal interessieren, ob das wirklich immer noch so krass heftig ist. Schreibt mir mal in die Kommis, ob ihr auch so viele Probleme damit habt. Naja, auf jeden Fall kam Diablo ja denn. Und hatte die Waffe wieder weggesteckt und dann kam die Beleidigung, bla. Naja, und Diablo wollte ihn dann natürlich abknallen, weil er uns auch die ganze Zeit mit der Waffe angepeilt hatte. Daraufhin hat der Hacker ihn dann erschossen und meinte zu mir dann nur, das ist die letzte Warnung, ich solle die Beine in die Hand nehmen und dann lässt er mich in Ruhe. Naja, und dann habe ich natürlich, weil ich eh nichts hätte machen können, und wenigstens ein bisschen was von dem, was wir in der ganzen Woche erfarmt haben, um das ein bisschen zu safen, habe ich mich dann tatsächlich verzogen. Habe eigentlich auch damit gerechnet, dass wenn ich mich dann irgendwann irgendwo in Lapertino auslogge, dass er mich noch killt. Weil die sehen ja, ob ich in diesen Standby-Modus gehe, dass ich mich nicht mehr wehren kann. Hat er aber nicht getan. Da hatte ich wohl ein bisschen Glück. Naja, und das war dann das Ende vom Lied. Und hier in dem Video seht ihr jetzt einfach bloß gerade, wie ich wieder irgendwo anders gespawnt bin. Auf einem anderen Server am nächsten Tag und dann einfach versuche wieder ein bisschen was zusammen zu looten. Natürlich auch für Diablo, mit dem ich dann abends noch eine weitere Runde gezockt habe. Ja, und an sich war es das eigentlich. Tut mir leid, dass ihr euch wieder Ewigkeiten das Gequatsche von mir anhören musstet jetzt. Ich wollte euch bloß nochmal ein bisschen erzählen, wie das alles so weiterging. Nächstes Mal wird mir das definitiv nicht passieren. Ich werde die F9-Taste definitiv auf irgendeine andere Hotkey-Taste legen, die ich so gut wie nie drücke, damit das nicht mehr passiert. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß an dem Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann natürlich konstruktive Kritik in die Kommis. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.